So, hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge My Horse Bonded Spirits. Beim letzten Mal haben wir ordentlich trainiert mit Penny. Jetzt müssen wir erstmal gucken, dass mit der Turnierrunde, wann ist denn jetzt das Turnier, wofür wir Christopher und Susanne gemeldet haben? Weiß ich gerade gar nicht. Da sind sie. Das ist erst am Montag. Das sind halt einfach noch, ja, im Endeffekt 4 Tage. Wenn wir den Rest von heute und den Anfang von Montag noch mitberechnen, das ist halt echt. Ja. Wir können halt momentan auch jetzt gar nicht mehr so viel machen. Im Endeffekt können wir jetzt gerade nur übernachten, jeden Tag Penny versorgen, ein bisschen mit ihr trainieren, sie rausholen, dass sie halt auch Bewegung hat. Und dann müssen wir halt erstmal abwarten, was passiert, weil momentan können wir, glaube ich, gar nicht so viel machen. Ich glaube, da ist gerade einfach nicht so extrem viel drin. Gucken wir mal. Ich hole jetzt erstmal wieder Futter und Wasser. Wir kommen ja sowieso hier an der Scheune vorbei. Und dann gucken wir uns das mal an, was wir heute mit Penny machen. Wahrscheinlich wieder Springtraining. Ich würd sie gerne ein bisschen weiter trainieren, dass wir höhere Turniere bzw. Höhere Sprünge machen können. So, das würde ich auf jeden Fall gerne machen. Stallverwaltung, Freitag. So, die beiden sind scheinbar schon unterwegs. Ich konnte ja hier leider in den Wettbewerb nicht. Ich glaube, dafür waren wir schon zu spät mit der Anmeldung oder so. Aber ich sage es euch ganz ehrlich, wie es ist. So hundertprozentig habe ich das noch nicht verstanden. So, jetzt müssen wir hier erstmal den Mist einsammeln. Das dauert jetzt noch wieder ein bisschen. So vielen Äpfeln hier geht das nicht ganz so schnell. So, das ist ja auch eine Sache, die könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Habe ich hier irgendwas übersehen oder war das bei euch auch so, dass ihr dann halt wirklich eine Weile warten musstet, bevor ihr dann hier weitermachen konntet? Schreibt es mir doch gerne mal in die Kommentare, weil ich habe schon gesehen, dass das einige auch spielen, so von den Kommentaren her. Und vielleicht könnt ihr mir da das ein oder andere zu erzählen. Das wäre auf jeden Fall cool. Vielleicht habt ihr da ja schon was rausgefunden, was ich noch nicht rausgefunden habe. So. Dann traben wir mal wieder raus hier. Wir traben von dannen. Wir haben auch momentan noch nicht so das allermeiste Geld. Beziehungsweise haben auch noch nicht so viele Möglichkeiten, uns Geld zu erarbeiten, sind wir mal ehrlich. Weil wir haben doch eigentlich momentan nur die Option. Ich nehme mal das hier wieder direkt mit den bisschen höheren Sprüngen. Wir haben doch eigentlich momentan nur die Option, die Äpfel. Hallo. Ach ja, wir konnten ja nur aus dem Trab springen. Wir haben doch momentan eigentlich nur die Option, die Äpfel und die Möhrchen zu verkaufen, wenn ich mich nicht täusche. Und das war nur gut. Höhe des Sprungs, eine neue Stufe ist erreicht. Leute, wir können höher springen. Jetzt können wir höhere Hindernisse absolvieren. Können wir ja gleich direkt mal gucken. Aber ich glaube, hier gibt es wahrscheinlich gar keinen weiteren Parcours, weil hier sind ja nur die 4. Aber in der Reithalle haben wir doch beim letzten Mal welche gefunden. So. Jetzt lass uns mal eben gucken beim Handy. Penny ist immer noch unterernährt, das arme Pferd. Dadurch wird sie auch leichter müde und die ist eh schon so leicht müde. Länge des Sprungs, die ist aber trotzdem nur bei 2 gerade. Wird die auch verbessert, wenn wir hier die Parcours reiten? Aber guck, hier brauchen wir Sprungweite 1 nur. Vielleicht, wir gucken mal in der Reithalle. Vielleicht haben wir ja da Sprungweite 2. Das wird ja dann auch schon reichen. So. Mittlerweile spinnen beide Steigbügel. War nicht am Anfang nur der erste problematisch? Nee, guck, hier haben wir nur Sprungweite 3. Also hier müssen wir die Sprungweite auch noch trainieren.
Sonst kommen wir hier nicht weiter. Dann müssen wir erstmal gucken, dass wir das noch da hinten trainieren. Also ich hoffe zumindest, dass wir das da trainieren. Ja, Länge des Sprungs ist so bei 2/3, würde ich sagen. Oder sagen wir etwas über die Hälfte. Vielleicht auch noch nicht ganz 2/3. Und dann gucken wir mal, dass wir das jetzt hier noch trainieren, dass wir dann die schwereren Parcours in der Reithalle absolvieren können. Oh je, Mini. Das war alles aber nicht mit dich angeritten. Ich bin auch gespannt, wann wir hier beim Springen galoppieren können. Weil das geht ja irgendwie auch immer noch nicht. So, wie viel haben wir da jetzt dazu gewonnen? Aber nicht viel. Können wir hier überhaupt was dazu gewinnen? Ich habe jetzt irgendwie das Gefühl, dass da nicht wirklich was sich getan hat. Ich meine, vielleicht bin ich auch nur blind. Das ist bei mir auch nicht so abwegig, sind wir mal ehrlich. Aber ich habe jetzt noch nichts rausgefunden. Gut. Jetzt haben wir den hier noch. Und wir den letzten. Und jetzt haben wir... Doch, es ist ein ganz kleines bisschen besser geworden, aber halt nicht viel. Weil, wahrscheinlich, weil wir hier nur Sprungweite 2 brauchen. Das heißt, das ist jetzt hier gar nicht so die riesige Herausforderung für Penny. Wir machen den Parcours hier noch einmal. Ja, guck, da stand es auch gerade. Wir trainieren dadurch. Penny, da stand gerade eben ganz kurz oben rechts unter dem Punktestand. Ja, Sprunghöhe, Sprungweite. Also Sprunghöhe kriegt 2 Punkte dazu und Sprungweite, also Sprunghöhe 2 und Sprungweite 10. Dann müssen wir das doch hoffentlich bald mal hier. Und hier hat jetzt die Sprunghöhe auch mehr dazu bekommen. Das stimmt dann auf jeden Fall meine Vermutung. Dass wir halt wirklich je nach Hindernis, Schwierigkeit das Pferd besser trainieren können oder nicht. Das hier sieht mir ja eher nach einem Dressurviereck aus, aber ich würde mir das trotzdem gerne auch mal angucken. Nee, guck, hier sind nämlich unterschiedliche. Hier gibt es nämlich auch Sprunghöhe, Sprungweite 2. Wir fangen trotzdem mal mit dem hier an. Ach, das war der... Ah, okay. Das war der, den wir ganz am Anfang mal trainiert hatten, als uns das beigebracht wurde, wie wir springen können. Erinnert ihr euch noch dran? Das war das hier. So. Und da schließen wir jetzt auch hier gar nicht so großartig ab. Ich kann hier auch nur traben auf dem Platz. Ich kann hier nicht galoppieren. Ach so, nee, ich hätte da hinten erst noch hingemusst. Okay, ich kann, glaube ich, das nicht abbrechen und neu starten. Ist das da oben unser Ziel? Nee, hier, das hier wäre unser Ziel gewesen. Jetzt können wir auch galoppieren. Wie weit sind wir jetzt mit der Länge des Sprungs? Ja, hat sich jetzt schon ein bisschen was getan. Aber wie gesagt, jetzt können wir mal ein Parcours machen, wo wir auch Sprungweite 2 haben. Oh ja, hier. Und vor allen Dingen auch höhere Sprünge. Wir springen jetzt aus dem Schritt. Naja. Wir haben es gerade noch so in den Trab geschafft vorher. So, und was haben wir jetzt? Was? Uns fehlt auf jeden Fall noch was. Aber so viel ist es jetzt nicht mehr. Das kriegen wir doch noch hin, oder?
Wir können halt momentan noch nichts großartig anderes machen. Uns fehlt halt überall die Sprungweite noch. Sprunghöhe ist gar kein Thema. Aber die Sprungweite, die macht uns hier Probleme. Warte mal, wir können auch doch direkt da wieder rein, ohne dass wir... Dann sparen wir uns die Zeit vom Neustarten. Ich möchte jetzt aber trotzdem nochmal gucken, wie viel fehlt denn noch? Immer noch so viel. Ja, das gibt's doch nicht. Das dauert jetzt aber schon echt lang. Und wir haben keine andere Option, das zu trainieren. Ist das unsere einzige Option? Aber warum haben wir hier überhaupt Sprungweite? Weil das ist doch die gleiche Sprungweite. Warum brauchen wir hier Sprungweite 2? Verstehe ich nicht, weil die sind doch alle genauso breit wie die anderen. Ich hätte jetzt gedacht, hier ist vielleicht so ein kleiner Mini-Ochs dabei oder sowas. Aber... Bislang sehe ich jetzt hier noch nichts in der Art. So. Ansonsten haben wir jetzt erstmal, also wir haben ja jetzt schon ganz gut wieder was geschafft. Aber hier fehlt trotzdem noch ein bisschen was. Höhe des Sprungs, die haben wir jetzt echt nochmal gut trainiert. Aber die Sprungweite, die steigt nur sehr, sehr langsam. Das braucht echt eine ganze Weile. Sind wir mal ehrlich, wenn so jemand auf mir drauf hocken würde, wie ich auf dem Pferd drauf hocke, dann würde ich die komplette Arbeitsverweigerung starten hier. Da würde ich überhaupt nichts mehr machen als Pferd. Also muss man ja schon sagen, Penny ist ja wirklich eine ganz, ganz Liebe. Die lässt ja schon viel mit sich machen. So, jetzt muss sie erst nochmal geputzt werden. Dann kriegt sie noch ein Möhrchen. Die hat sie sich auch verdient. Und ein bisschen Bauchkraulen noch. So, guck. Jetzt machen wir eigentlich die Tür schon wieder zu, weil jetzt können wir eh nicht mehr großartig was machen. Jetzt können wir uns eigentlich schon wieder schlafen legen hier. Ja, also momentan... Momentan zieht es sich so ein bisschen. Ich weiß noch nicht, ob ich einfach irgendwas vielleicht übersehen habe, was wir theoretisch eigentlich machen könnten. Was ich aber noch nicht so wirklich gerafft habe. Oder ob ich tatsächlich gerade alles das mache, was ich machen kann. Das weiß ich jetzt noch nicht so hundertprozentig. Könnt ihr mir ja auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Ihr wisst, ich bin für jeden Tipp dankbar. Also ihr Lieben, macht's gut. Schön, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal. Tschüss!